Herzlich willkommen zurück zu Fallout 76, eine weitere Runde Wastelanders. Wir treffen jetzt die Aufseherin in Nuka-Cola Werft Kanawha. In der letzten Folge haben wir ja sind wir weiter vorangeschritten, indem wir die Raider und natürlich auch die Siedler dazu überzeugt haben, sich dem Impfprojekt anzuschließen. Und jetzt heißt es, die Materialien besorgen. Und was man halt alles dafür benötigt. Und das heißt, wir machen hier, treffen wir die Aufseherin, machen eine Mission mit ihr und das machen wir jetzt. Also, wo ist die Aufseherin? Wo versteckt sie sich? Na, schaut hier gut aus. Also. Schneller. Ups. Nee. Ah, sie ist schon da drüben. Moment. Eieiei, jetzt bin ich daneben gesprungen. Oh, anscheinend. Ja. Teamleiter helfen, Solo-Quest inaktiv, Solo beitreten. Na, dann machen wir das doch. Ah, das schaut gut aus. Da wären wir. Wir müssen die Fabrik zum Laufen bringen, die Maschinen auf die Produktion des Impfstoffs einstellen, alles hochfahren und dabei nicht draufgehen. Ja, und wir haben Level 42 Ghule. Also los geht's. Ah, anscheinend begleitet sie mich. Okay, gut. Anscheinend begleitet sie mich. Ne? Ne? Noch einer? Wie gesagt, anscheinend begleitet sie mich. Okay. Nuka-Cola hat versucht, mit chemischen Stoffen neue Geschmacksstoffe zu erstellen. So werden wir auch den Impfstoff produzieren. Wir müssen nur rauskriegen, wie wir Limonadenzutaten mischen, um Antikörper zu erzeugen. Kleinigkeit. Ja, Kleinigkeit, genau. Habe ich wieder ein Holoband genommen, ohne dass ich gemerkt habe, was ich da genommen habe. Verdammte Tat. Ich sollte echt ein bisschen aufpassen, was ich da alles nehme. Noch was? Okay, hier ist anscheinend nichts mehr da. Alles klar, was haben wir denn hier? Betritt. Ihre Blutprobe als Zutat hinzugefügt. Damit sind sie sozusagen Nuka-Colas neueste Geschmacksrichtung. Cool. Lieber nicht zu viel drüber nachdenken. So. Erinnert mich an Geräte im landwirtschaftlichen Vault-Tec-Forschungszentrum. Sagen Sie, wenn ich übernehmen soll. Okay. Geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch den Reaktor. Dann können wir unseren Impfstoff produzieren. Alles klar, dann weiter geht's. Dann müssen wir hier weiter runter.
Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Sie hat ja auch eine Waffe. Die ganze Zeit habe ich sie immer ohne Waffe umeinander gesehen. Ja. Und eine Quantum, sehr schön. Ja, vor allem uns. Die ganze Arbeit machst du nicht hier. Die ist doch eigentlich nur ein Beiwerk. Ah, da ist noch was. So. Oh. Da sind nochmal zwei. Munition habe ich. Na, ist noch was hier? Ich wollte die Reaktoren anwerfen, aber kein Mucks. Die Energiekupplungen sind hin. Okay, dann was haben wir denn? Die Energiekupplungen ersetzen. Intelligenz. Du hast keine Energiekupplungen, okay. Gute Arbeit. Das ist genug Energie für den Einsatz der großen Maschine. Oh nein, nicht heute! Nö, brauchst du keine Sorgen machen. Ah, da ist noch einer. Noch einer. Da war's das jetzt. Kein Fusionskern drinnen. Okay. So, initiiere den Herstellungsprozess. Okay. Schauen wir uns erstmal nochmal weiter um. Yes. Noch einer? Oh, da ist eine Powerrüstung. Welche? Welche bist du? Du schaust nur noch. Genau, nur noch der T60. Ja, sehr interessant. Aber brauche ich nicht. Aber ich kann was anderes brauchen hier. Genau. Nö. Irgendwo ist noch ein Gegner. Gehen wir mal da hoch.
Na, das war's schon wieder. War nur der eine. Ah, da muss ich hier rüber. Also, was haben wir denn? Neues Projekt. Menschen, die nicht erkranken und sterben wollen. Nuka-Cola mit Impfung. Tja, das war... tut mir leid. Ich frage mich die ganze Zeit, wie es wohl war, hier zu arbeiten. Ich meine, können Sie das glauben? Okay. Und, was willst du jetzt damit sagen? Seien Sie vorsichtig. In diesen alten Fabriken kann alles Mögliche hausen. Ja, das weiß ich doch. Geschafft. Ihnen gebührt die Ehre. Oh, gute Nuka-Cola! Und? Geschafft! Das Ende der Seuche in einer Flasche. Während Sie die ausgeben, organisiere ich die Dinge hier und überlege mir, wie wir das Zeug zu den Leuten bringen. Wir sehen uns in Sutton, wenn Sie fertig sind. Vielen Dank. Gut. Das war jetzt einfacher als gedacht. Das war jetzt wirklich einfacher als gedacht. Ich hoffe mal, das ist jetzt komplizierter. Na gut. Na gut, dann geht's jetzt erstmal zur Foundation. Los geht's. Ah, wichtige Ausrüstung. Müssen wir auf jeden Fall machen. So, aber erstmal den Impfstoff zu Paige bringen. Halt. Aber wir haben doch diese... Okay. Das sollten jetzt kann ich. Das sollten jetzt die Missionen, die täglichen Missionen, die ich brauche. Also los geht's. Mit Ward. Ward ist, glaube ich, hier, oder? Nö. Jetzt bringen wir erstmal das. Tag auch. Wo bleibt der Impfstoff? Was ist das? Nuka-Cola. Schickes Etikett. Und jetzt? Aha. Ich sollte wohl beeindruckt sein, weil du all diesen Aufwand für eine leichte Einnahme betrieben hast. Was soll ich bloß von dir erhalten? Dein Einsatz gegen diese Seuche ist aber ein guter Anfang. Du kümmerst dich um deine Leute.
Genau. Genau das mache ich. Man muss sich immer um seine Leute kümmern. Alles klar. Gut. So, jetzt können wir mit Ward reden. Endlich hat jemand den Mumm, uns zu helfen. Unser medizinisches Team braucht sein Multivisier. Wenn du das zurückbringst, sind wir dir so dankbar, dass wir dich bezahlen. Na, das ist doch schön. Ausgezeichnet. Zum Glück statten wir solche empfindlichen Sachen mit Tracking-Sendern aus. Ich kann dir den ungefähren Ort nennen, aber die genaue Position erhältst du erst, wenn du näher dran bist. So, dann haben wir das. Schauen wir mal, wo ich hier hin muss. Was gehst du so? Ah, ist wieso auf dem Weg. Dann reisen wir gleich nach Berkeley. So, da sind wir. Jetzt muss ich den... Dann muss ich jetzt in Senderreichweite gehen. Ich will nach Berkeley. Tatsächlich, wieder an der gleichen Stelle. Verdammte Tat. Na gut. Hä? Bin ich ja auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Aber ich will die Stadt selber nicht betreten. Nein. Das will ich definitiv nicht. Okay. Oh, Sprung. So, jetzt bin ich gleich da. Es wird doch wohl jetzt nicht hier oben auf dem Bergkamm sein. Oh, was ist denn hier? Was bist du? Aluminium, ah ja, okay. Aluminium habe ich mehr als genug. Noch schnell ein Stimpack nehmen. Ich glaube, das.
Da ist noch ein Snallygaster. So. Toxis Larry Meet and Go. Was bist denn du Schönes? Was bist denn du Schönes? Meet and Go. Meet and Go. Oho, auf jeden Fall interessant. Interessante Sachen hier, diese Hand. Katzenfleisch. Pfui, Deibel. Lissi, das hast du jetzt nicht gehört. Und eine Wahrnehmungswackelkopfpuppe. Okay, was haben wir denn? Brahmin-Schädel noch? Nein, den will ich jetzt nicht entsperren. Wow, zwei. Jetzt bin ich überladen. Hä? Ich rieche neues Fleisch. Warmes Blut. Starke Muskeln. Ein alter Gestank von etwas. Versteckt. Und meine Beute frisst. Aber das ist jetzt vorbei. Ich kann die Kreatur riechen. Und heute Nacht ist sie in der Nähe. Irgendwelche dummen Kinder haben unten ein Lagerfeuer gemacht. Aber sie werden mir die Jagd nicht verderben. Dafür sorge ich. Oder, kleine Bestie, dann kannst du vorbeikommen und ich koste von dir. Okay. Untersuche den Zeltplatz. Das können wir doch gleich noch schnell nebenbei machen, oder? Moment, Moment. Jetzt hat. Okay, Kryptoidenjagd, ob Regen, Sonnenschein, okay. So, die Mission müsste doch jetzt schon abgeschlossen sein, oder? Ah, da ist noch mehrer. Leer. So, Moment. Gegenstand. Kunde. Bagger. So. Wo los? Und ich habe nur dieses leichte Sommerkleid.
trägst du denn sowas Dünnes zu einem Campingausflug? Tja, also ich... Michael... Ich hatte gehofft, du würdest... Da ist die Bestie! So, Mac, dann wollen wir uns mal unterhalten. Komische Sache, das mit diesem Date. Date Night, komische Sache. Aber es gibt ja in Appalachia sehr, sehr viele verrückte Leute. Appalachia gehört uns und mir kann keiner das Gegenteil beweisen. Ja, ist du gut. Du lässt dir ja ordentlich Zeit mit dem Impfstoff. Das soll der Impfstoff sein? Flaschen mit Nuka? Was soll das, 7-6? Okay. Das wirkt seltsam gegen die Verbrannten. Okay, nimm mal die Intelligenz. Erspar mir das Fach Chinesisch. Für dein Gehirn wären all die komplizierten Wörter eh zu viel. Ich sorge für die Verteilung. Bist wohl aus dem Schneider, 7-6. Wir sehen uns. Okay. Sehr schön. Wie war das jetzt? Sprich mit der Aufseherin. Alles klar. Dann gehen wir gleich wieder rein in die Powerrüstung. So. Okay, auf geht's. So, jetzt tue ich noch gleich die zwei Missionen, die ich da habe. Sprich, und zwar mit denen täglichen Missionen für die Raider. Dich sollen wir also nicht töten. Du solltest gut aufpassen. Pass bloß auf, sonst kriegst du gleich eine Kugel. Sag ich dir. Sei friedlich. So, Powerrüstung aus, damit der... So, jetzt. Hier muss ich lang. Mach bloß keine Probleme. Ich hab schon genug am Hals. Bist du loyal? Willst du es beweisen? Gut. Siehst nicht aus wie ein Schmarotzer. Nicht jeder ist loyal. Manche Leute nehmen sich, was sie kriegen, nutzen uns aus und lassen uns dann verrotten. Wir sind hier nicht die Wohlfahrt. Wir wollen entsprechende Leistung. Verstehst du? Ist nicht besonders komplex. Bist du dabei? Na, was willst du Gut. vor? Du bist kein Idiot. Bin beeindruckt. Ein Jäger ist der Spur bereits gefolgt. Mit der Wegbeschreibung solltest du also dicht genug rankommen. Wenn du eine Leiche findest, heißt das, dass die anderen schneller waren als du. Hauptsache, es wird erledigt. Okay. Anscheinend hier geht's um die Raider. So. Aha. Brauchst du Vorräte? Geh zu Red. Aber fass nichts an, was du nicht kaufen willst. Ah, hier bin ich richtig. Ich hab's echt satt, meine Ausrüstung wegen dem weißen Scheiß putzen zu müssen. Ist hier aber immer noch besser als im Ash-Heap. Na wunderbar. Max Schoßhündchen will meine Zeit verschwenden. Was gibt's? Aber mach's kurz, ich hab zu tun.
Du bist so ein Grünschnabel. Wenn du denkst, du kannst mich kalt erwischen, nur weil du neu bist, hast du dich geschnitten. Also, was willst du? Okay. Du suchst Arbeit. Warum sagst du das nicht gleich? Der Ort hier zerlegt mir meine ganze Funktechnik. Ich brauche also jemanden, der mir Ersatzteile besorgt. Bist du interessiert? Natürlich. Also, ich brauche ein paar Funkvakuumröhren und habe zuverlässige Infos, wo du welche finden kannst. Ich lade dir alle Infos auf deinen Pip-Boy. Und vergiss nicht, ich brauche funktionierende Teile, nicht irgendwelchen Schrott. Alles klar. Dann haben wir die nächste. Finde Funkröhren. Also, wo muss ich hier hin? Ah, einmal muss ich hier, da finde ich die Funkröhren. Okay. So. Da sind dann, hier muss ich hin zu die ehemaligen Raider. Okay, passt. So, den nächsten, was ich brauche. So. So, wo? Ja. Wenn du was kaputt machst, dann kaufst du es. Und wenn du keine Pesos hast, zahlst du mit Blut. Alles klar. Dann tun wir mal schnell. Ah, stopp. Dann tun wir noch schnell die. Ah, den Meisterhändler habe ich noch drauf. Habe ich noch drinnen. Sehr schön. Den habe ich noch. Bei mir wird nichts angefasst, klar. Ich habe keinen Bock, ständig meine Ware zu putzen. Moment. Ja, das Katzenfleisch wird nicht hergegeben. Die Leute sollten Qualitätswaffen mehr schätzen. Die wissen gar nicht, was sie an mir haben. So. Und jetzt brauche ich noch irgendeine Werkbank. Irgendeine. Irgendeine Werkbank. Nee. Ah, da oben. Hier oben ist ja eine wunderschöne, für mich genutzte Werkbank. Sehr schön. Okay. So, Leute. Das war's. Das soll es auch für heute gewesen sein. War jetzt halt nicht so. Ja. Nicht sehr viel. Nicht sehr actionreich. Aber. Die Mission für die Aufseherin ist jetzt fast abgeschlossen. Das heißt, jetzt muss ich nur noch mit dir reden. Und dann sind wir weiter. Und meine zwei täglichen Missionen für die Raider sind natürlich jetzt auch gleich abgeschlossen. Also, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihr wieder einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus, wir sehen uns dann im nächsten Video.